Hi, wir sind Filmemacher aus Hamburg und ihr kennt vielleicht unseren Kurzfilm Lukas taucht. Ey, hier ist gerade ein Wohnwagen in den Cupcake-Laden gerauscht. Sag mal, weißt du, wie fucking viel das ist? Ja. Und was ihr jetzt seht, ist die erste Folge unserer Sitcom Karacholand. Mit dabei unter anderem der begnadete Etienne Gardet, der sich durch freundliches... Jetzt raste ich aber gleich aus. So wie was? Ja. Bitten. Wieso fragt denn mich keiner? Seine Debütrolle. Soll ich nochmal zeigen, meine schauspielerischen Fähigkeiten? Pass auf, hier. Böse. Verdient hat. Und Eddie taucht auf. Ihr seid jetzt praktisch das Testpublikum und wenn es euch gefällt, tragt es raus in die Welt. Vielleicht hat ja jemand noch ein Bitcoin-Wallet übrig, damit wir die erste Staffel produzieren können. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Ich schaue aus dem Fenster und ich sehe etwas, das mir gefällt. Ein dunkelgrauer Schleier zieht sich leise sirrend über die Welt. Du findest, das klingt traurig, jetzt hör mir mal zu. Ich finde, es klingt perfekt. Irgendjemand sagt, heute ist der Tag, an dem die Welt untergeht. Wir sind alle verloren, jede Rettung für die Menschheit zu spät. Was nützt dir zu verzweifeln an allem, was kommt? Was nützt dir denn zu warten? Weißt du? Wie sehe ich aus? Sieht traurig aus. Gut. Karacholand ist ein Ort, an dem Liebe gelebt wird. Hier ist Liebe nicht nur ein Wort. Das Spiel, Spaß, Spannung, Karacholand. Sollen wir warten, bis da hinten die Müllpresse fertig ist? Für meinen Vater war das hier der Anfang. Mein Vater hat sich hier auf den Weg gemacht, auf der Straße, ins Leben, in die Zukunft für Kinder. Nee, ich habe mir Stichworte aufgeschrieben. Mein Vater wusste, was Kinder brauchen. Immer wieder, der wusste, wie man die anfasst, damit das... Mein Vater, der war immer unterwegs, immer. Der war ein richtiger Tausendsasser, ja, der war überall. Der war wie ein Virus. Wenn Karacholand Europa war, dann war mein Vater wie die Pest. Kinder auf der ganzen Welt kannten meinen Vater. Nur nicht zu Hause, das. Der hat einfach alle infiziert mit seiner Liebe. Der war wie der schwarze Tod, nur in Rot. Der war. Ach komm, herzlich willkommen im Karacholand. Aus den Scheiß. Gott, bin ich froh, wenn der Bums hier weg ist, ey. Gab's nichts Sinnvolles zu tun? Ja, nee, wir haben uns jetzt hier mehr auf Inklusionsklassen ausgerichtet. Die mögen Luftballons, ne? Aber es wird dann irgendwann dunkel halt. Aber pass auf, mach den nicht krumm. Komm einfach mal runter, Freitag, mein Name. Ja, wir müssen jetzt hier einen Nachruf drehen. Hinterlegen Sie doch mal Ihren Namen sonst an der Kasse. Nee, du hast mir nicht zugehört. Freitag, Andreas Freitag. Was? Freitag! Dann mein herzliches Beileid nochmal, ne? Sie wollen ihn dann wahrscheinlich nochmal sehen? Was? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gerade klar geworden ist. Wir müssen jetzt hier einen Nachruf drehen und... Wie? Ja, Freitag Sinne hat sich das so gewünscht. Ne? Der wollte das so. Ah. Hier unseren Kinderwohltätigkeitsplan. Ja, ja. Ja, und da habe ich mir überlegt, das wäre ganz gut, wenn wir da so ein ganz unverbranntes Gesicht nehmen würden. Hier so ein Kind. Ja, das den ganzen Bums hier schönreden, Masse. Ne? Gut. Ja, dann
einmal mitkommen, bitte. Also wir sind hier auf unserem Indoor-Spielplatz, ja, unser Karacholand. Und ja, für uns ist das schon ein richtiges Land. So, das ist unser Hüpfstall. Hier hatte neulich ein Kind mal einen Bandscheibenvorfall. Das wusste ich gar nicht, dass Kinder auch Bandscheibenvorfall. Wusste ich gar nicht. Und seitdem dürfen hier keine Doppelüberschläge mehr gemacht werden. Da achte ich auch drauf. Ja, gut, die Lage ist natürlich nicht perfekt. Wir sind hier mitten in der niedersächsischen Provinz. Eigentlich wollten wir uns hier in den Outdoor-Bereich auch noch so ein bisschen ausdehnen. Aber da hat sich der BFN eingeschaltet, da ging das nicht. Ja, also ich würde sagen, hier bei uns hat jeder so seine Rolle gefunden. Jeder hat hier so seine Rolle gefunden. Das läuft alles. Ja, was denn? Ja, kann ich mir mal kurz einen Schluck Wasser bei dir borgen? Wirklich? Mann, Dennis, ich kann dich hier nicht immer reinlassen. Ja, die Eltern gucken schon immer, Mann. Ja, es geht auch ganz schnell. Ja, komm, beeil dich, ja? Oh, das habe ich hier aber auch schon ein paar Mal gesagt, mit den Weichmachern. Und Plastikmüll auch blöd. Das Karacholand in drei Worten? Gar nicht so einfach. Es ist frisch, frech, ja, völlig außer Rand und Band eben. Ja, die Wohnung habe ich aufgegeben. Meine Wohnung. Ich bin übrigens Dennis, ja, Biologiestudent im 9. Semester und ich habe mich hier praktisch eingenistet, um dem Spechpärchen so ein bisschen unter die Flügel zu greifen. Die tun sich noch so ein bisschen schwer bei der, sag doch, ihr wisst ja. Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Und das ist meine Mission. Und da merkt man braucht gar nicht viel. Ja, komm, reicht. Du bist ein Kamel, oder was? Ich brauch keine Zeit. Nur eine Richtung. Nein. Nein, keine Experimente. Wir halten uns an den Plan. Ja, okay. Warte mal. Meine Fresse, ich telefoniere gerade. Loris! Ja. Was ist das? Das ist die Praktikantin. Ah, ich sehe gerade, da war wieder auf 8 Meter der Grifflose. Was? Ja. Geil, wir haben ja Praktikanten. Das gehört mit zum Inklusionsprogramm. Mhm. Nee, das studiert Sport. Ja, sag ich ja, Inklusionsprogramm. So. Bisschen zusammenreißen, okay? Für mich ist auch die 6. Stunde. Meine Fresse, ey. Einmal mit Profis. Ja, hi, ich bin Katrin und ich studiere Sport und möchte Stuntman werden. Stuntfrau. Jedenfalls betreue ich hier die Stunt-Kinder. Kinderturngruppe. Also mit Kindern bin ich, also wir sind Kumpels, aber zeitgleich auch auf Augenhöhe. Katrin, ja, ich meine, du hast einen Traum. Gut, das Eldorado ist es hier nicht, so, aber der Tempel des Todes ist es auch nicht. Es ist wirklich eine sinnstiftende Arbeit hier. Das Lachen der Kinder. Ja, unbezahlbar. Maria! Du machst mir jetzt mal eine Portion Pommes, aber die gesunden. Ha? Also die Stiftung vom Konstantin. Da weiß ich eigentlich wenig, ne? Mit Kindern Afrika halt. Entschuldigung mal, aber was ist das denn? Apfelpommes. Sie waren eben lange nicht da. Die Eltern auf dem Land sind jetzt inzwischen auch vegan. Und zum Rauchen muss ich ans Fenster, wenn es jemand sieht. Aber Andi, der Andreas, den kenne ich jetzt schon 30 Jahre. 87, da hat mich sein Vater, der Konstantin hat mich da hier eingestellt. Und da hat er das alles aus eigener Kraft, hat er das aus dem Boden gestampft. Der Andi und der Konstantin, die konnten nicht so gut miteinander, aber jetzt ist ja dann doch der Andi der Testi geworden. Der Testimonia von der Stiftung.
da sind wir. Schön, dass ihr alle da seid erstmal. Also ich als der Erbe dieser Halle hier freue mich natürlich, euch jetzt hier alle darüber in Kenntnis zu setzen, wie die Neuausrichtung des Karacholands sein wird. Und das ist ein Herzensprojekt. Das ist eine Idee, mit der ich schon seit Jahren schwanger gehe. Ja, und ich glaube einfach, dass es an der Zeit ist, euch von meinem Traum, also jetzt von meiner Vision, von meiner Supervision zu erzählen. Das Karacholand, so wie wir es kennen und wie wir es lieben gelernt haben, ne, in seiner Gänze, in seiner Pracht. Dieser ganze Bums, der wird abgerissen und an seiner Stelle werden wir dieses niegelnagelneue Parkhaus errichten. Ja, und das heißt natürlich, dass wir eure Verträge nicht verlängern werden. Ein Parkhaus mitten im Wald. Der Bahnhof ist jetzt auch nur 1 Kilometer entfernt. Ja, und wie stellst du dir das vor, Andreas? Soll ich da vielleicht doch in die Medien oder Parktickets abreißen oder was? Nee, macht ja der Automat. Maria, an dich habe ich natürlich gedacht. Guck mal, Kiosk, den brauchen wir doch überall. Hä? Morgens, die Pendler. Der Erlös, der geht natürlich größtenteils an die Stiftung meines Vaters. Das ist übrigens eine Stiftung, die sich für Kinder einsetzt. Überall auf der Welt. Ja, jetzt hier, gerade letzte Woche haben wir hier, gerade hier in Djibouti, so einen Springbrunnen eröffnet. Ein Trinkbrunnen. Jetzt pass mal auf, Lorenz. Trinkbrunnen, Springbrunnen, schreibt man es hier nicht um Konsonanten. Ja, okay? Ich meine, hier, das ganz normale, kompakte, durchschnittliche afrikanische Kind hat Wasser eben viel nötiger als hier die Viecher von den Assi-Familien hier. So. Ja, ich sag einfach mal, weniger hüpfen, mehr trinken. So, danke. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht wie 10 Tage Regenwetter. Ja, also ich denke schon, dass sie das ganz gut aufgenommen haben. Ich meine, ja, man kennt sich, ne? Seit Jahren Familie. Das ist ja ein ganz kurzer Dienstweg. Ja, Hormone, ne? Pass mal auf hier, Pädagogik kann ich. Hey, Loris! Die Trisomiechen dahin, die betreuen sich auch nicht von alleine. Hopp, hopp, die müssen mal gewickelt werden. Ab! Ja. Ja, wenn man Führung wie ich drauf hat, dann. Ja. Ach, guck mal hier. Ah, Erdmöbel. Ja, da ist ja Holzwurm wohl drin, du. Ja, was soll ich sagen? War super. Nächste Woche rollen die Bagger an. Ist der Bums weg. Mach einen Wurf auf. Ja, wie? Einäscher, der kriegt doch keinen Stein. Was medienwirksam ist. Ja, okay. Sollen wir ihn essen oder was? In Luft sprengen. Okay. Nein, ich dich auch. Ja, alles klar. Hab dich lieb. Leg auf. Leg auf! Ja, das war meine Schwester. Die Leiterin der Konstantin-Freitau-Stiftung. Die ist gerade in Malibu. Termine. Aber ist auch scheißegal. Jetzt kommen wir zum geilen Teil des Tages. Jetzt wird geerbt. Bäm! Nach der dreitägigen Aufbahrung möchte ihr Vater vor allen Dingen 2 Dinge. Zum einen eine Einäscherung unter Begleitung eines Knabenchors und er möchte seine Überreste im Sandkasten seiner geliebten Spielhalle wissen. Ist cool. Die Kinder essen den Sand. Ja. Kinder? Ja, scheiße. Die Halle wird in Ihren Besitz übergehen, Herr Freitau. Das bedeutet, Sie und Ihre Schwester können frei über das Gebäude verfügen. Mhm. An der Stelle auch wirklich noch mal mein herzliches Beileid. Es gibt allerdings eine Auflage seitens des BFN. Ja? Das was? BFN, Bundesamt für Naturschutz. Es ist so, nach Meldung eines Herrn Dennis Kemper hat sich auf Ihrem Gelände ein unter Artenschutz stehender Specht eingenistet. Das heißt, genauer gesagt, ist es ein Spechtpärchen der Gattung des Würfelspechts, der bevorzugt in Alt- und Totholz nistet. Tja, und bei Ihnen offensichtlich. Herr Freitau, das bedeutet, bis auf Weiteres können keine Baumaßnahmen auf dem Grundstück ergriffen werden, um die Spechtpopulation nicht zu gefährden. Das heißt, der ganze Bums ist eingefroren, oder was? Nein. Also eingefroren, ja, eingefroren. Ich würde mal sagen 15 Jahre. 20 Jahre tops. Dann ziehen die weiter. Das
gab mal eine Specht. Aber das 40 Jahre. Ist egal. Ich würde mal sagen... Ja, gottverdammte Scheiße, Mann, ich bin doch nicht bescheuert! Glaubst du, ich hab darauf... Okay, komm doch einfach nach Hause, das wäre toll. Spar! 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 Ja, ich übe gerade hier mit den Würfelspechten so ein bisschen den Balzruf, damit die so ein bisschen in Wallung kommen, ne? Fühlt man sich schon ein bisschen wie der Sheriff der Liebe. Brenda und Gerd übrigens. Oder Brad. Oder Gerenda, sag ich auch gerne. Naja, kommt doch einfach mal mit. Ich bin ja stadtbekennter Umweltaktivist hier. Und deswegen habe ich mir ein bisschen Unterstützung geholt. Wir haben uns im Prinzip überall hier versammelt. Da hinten ist der Lars. Lars! Ja, der macht so ein bisschen die Zuarbeit. Ist wahrscheinlich gerade total beschäftigt. Lars! Ja, oder er macht wieder das mit dem Schweigegelübde. Ja, mit dem Leben im Freien kenne ich mich aus. Boah. Was soll ich sagen? Es gibt gute Neuigkeiten. Ja, ich bin nochmal in mich gegangen und nach reiflicher Überlegung habe ich mich letzten Endes dazu entschieden, das Karacholand so wie es ist bestehen zu lassen. Echt? Natürlich wird sich ja einiges ändern. Also jetzt werde ich in Zukunft hier die Leitung übernehmen. Da wird hier nämlich einiges besser, anders. Also, ja. Warum bin ich hier? Naturschutz, wichtig. Klar, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Also die Zielgruppe, an die wir uns orientieren, die muss sich einfach breiter aufstellen. Ja? Also jetzt hier die ganzen Monongo-Klassen da, das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Ja, das war gut für dich, Lukas, dann musst du weniger Scheiße aus dem Sandkasten rausschaufeln. Ja, komm, Leute, Brainstorming, es gibt keine falschen Antworten, haut raus. Hm? Gay-Dating? Gay-Dating? Ah, ja, hier, wegen der lockeren Atmosphäre, das ist gut. Luis, das ist ja offenbar dein Thema, dass du da mal was zu ausarbeitest, ja? Ich? Wie? Okay, ihr seid alle erstmal entlassen. Also, entschuldigt, danke. Dennis! Du, von wegen dem Specht nochmal, da hast du uns dem Amt gemeldet, oder? Ja, Gerenda. Das Spechtpärchen, das ist praktisch meine Bachelorarbeit. Da kümmere ich mich so ein bisschen um die beiden. Und naja, die tun sich momentan noch so ein bisschen schwer bei der... Was? Na, hier, bei dem... Ja, okay, aber jetzt nochmal zurück zu dem Specht. Der ist gefährdet, sagst du? Aha, und was gefährdet so ein Specht im Allgemeinen? Nein, in erster Linie natürlich der Mensch. Also jeglicher menschlicher Eingriff in seinen natürlichen Lebensraum ist... Lärm. Ja, Lärm. Also das wäre zum Beispiel katastrophal. Ja, klar. Ja, also deswegen bin ich da auch sehr froh, dass sie erstmal auf Partys verzichten wollten gänzlich. Spiel mal was Lauteres! Was? Spiel mal was Lauteres! Ja, wenn du meinst! Das ist echt ein bisschen zu laut. Es ist zu laut hier! Ja, komm, entspann dich. Was? Hey! Hi! Ihr müsstet bitte alle einmal mitkommen. Ich habe hier eine einstweilige Verführung. Tut mir total leid, er ist einfach abgehauen. Das ist der Dennis. Der ist bei uns der Papst in der Inklusionsklasse. Jetzt hier nicht irritieren lassen. Das ist keine Frisur, das ist AFK-Kissen. Dennis, die sprechen offenbar gar kein Mongo! Was ist das denn? Das ist der Papa. Ja, mein Papa. Der ist tot. Stückchen. Komm, steck mal die Hand rein. Ganz unten ist ein Moscherie für dich versteckt, du. Ja, dann. Ey, dann such ich mal irgendwie einen Ort, wo der nicht stört.
Ja, sagt man da jetzt noch irgendwas? Was? Ja, keine Ahnung, was sagt man da? Tschüss. Mein Vater ist abgehauen, als ich 6 war. Ja, mein Gott, sei doch froh. Ey, lass uns die Sache jetzt hier nicht größer machen als jetzt. Okay, also. Okay, jetzt sind wir auf in den Bums! Er lief doch besser als gedacht, oder? Sag mal, Lukas, wie findest du mich eigentlich gut, so als deine Frau? Also, ja. Zeig dich! Du bist doch eigentlich völlig bescheuert! Hä? Du blutest! Ja, weil sie mich erschossen haben! Und den Specht! Ja! Ich finde, du... Verschissene Scheißrecht, diesen ganzen Scheißbums hier abzureißen. Ja, das geht euch Arschlöcher an einem Scheißlecker. Das wird schon wieder!